Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft in der 11. Staffel bei mir und in der 6. Staffel bei Dölit. Weißt du, was ich gerade total gefeiert habe? Yannick hat gefragt, ob er hat ja zu dem gesagt, was Domse gesagt hat. Kannst weitergehen? Und Yannick so, ja. Da also das, okay, das ist Lava. Okay, also unnötig. Gehen wir hier das auf. Ist Schluck. Gehen wir hier das auf dieses Fest. Warte mal. Das ist Lava. Durch das Wasser, was da runterfließt, ist dann der Cobblestone entstanden. Dölit, du kennst Cobblestone Generator. Fuck, ich hab so Bock auf den Energy. Ich auch. Fuck, ich hab vergessen, zwischen den Folgen zu trinken. Ja, und ich müsste aufstehen für den Energy. Ich hab vorhin mit McFit übelst Bock auf Engel. Ja, meiner steht neben mir. Oh, ich könnte dich nochmal so ärgern. Mach es! Mach es! Dann spiel ich Domse! Und schießt mich ab. Mit einer Bazooka. Edge of World. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken, weil der Edge of World war. Echt? Hier vorne ist Edge of World? Ja. Wir müssen also in diese Richtung, ja. Oh Gott, ich hab jetzt voll den Ohrwurm. Was? Von halt deinen Maul. Boah, der Song ist so billig. Ja, aber trotzdem. Ich weiß auch wieso. Weil er halt Ohrwurm-Garantie hat, nur durch dieses halt dein Maul. Ach, ich soll auch ganz vielen Abonnenten sagen, beziehungsweise sag ich jetzt mal so, das Außenseiterbuch soll total genial sein und das Red-Titty-Buch soll total scheiße sein. Wo bist denn du? Ich bin hinter dem Berg, töte Kühe. Hinter dem Berg tötest Kühe? Hinter welchem Berg? Naja, ich bin jetzt hier mitten im Wald, ich stehe an so einem Wasser, Fluss. Ich stehe in so einer Bucht, wo das Wasser auf der Minimap nicht mehr weitergeht. Es geht da so rein da. Dann dürftest du da sein. Das ist dumm, so. Siehst du mich? Sehe ich dich? Nö, du siehst mich nicht. Nö. Alter, oh, da hinten wird die Welt richtig episch. Wo zur verfickten Hölle bist du? Meine Koordinaten aus. Ich bin jetzt wieder bei Blumen. Also ich bin bei 50, 800. Also da so in dem Radius. Mit das heißt da. Die auf dem Baum. Alter, der da unten so seine Musik. Ja, ist guck mal, hinten wird die Welt richtig episch. Hinten sieht aus wie ein abgebauter Baum, aber der liegt nicht mehr im Radius, wa? Wo ist denn die Spawn-Dings? Da 700. Nee. Nee, der ist doch nicht abgebaut, das ist aber ein Monsterbaum. Oh, macht der in der Musik da unten aus? Ah, nee! Oh, fuck! Heute haben ja voll viele Schulanfangen. Das ist so Einschulungsfeiern und deswegen auch. Oh. Ach ja, ihr seid ja Berlin. Ja. Berlin. Ja, ne, ich hab noch 3 Wochen. Glückspilz. Ne, ich bin ja am Montag ist meine Ausbildung vorbei, also mich juckt's nicht. Ja, yeah. Nee, kannst du jetzt bei Aldi anfangen. Ja, ist voll klar. Du darfst jetzt offiziell bei Aldi anfangen. Hat jetzt Ausbildung, darf bei Aldi anfangen. Man muss das ist eine Fackel! Und die haben wir nicht platziert, aber das ist Kohle. Aber wer setzt hier eine Fackel rein? Dumme Menschen. Lightning Bug, würde ich sagen. Und auf einmal waren wir das da selber. Warte mal. Ja? Da hinten ist. Ist das da hinten Zuckerrohr, dieses helle? Hä? Warte mal, da hinten. Ah! Ich weiß, wo wir sind, hier bin ich gestorben. Davon ist dieser Crafting Table. Ja, ich weiß. Dödelt. Oh, mach deine Musik da unten aus, ey. Was geht übrigens auf? Weil ich mach einfach 2 Kopfhörer rein, dann höre ich's nicht. Wohin gehen wir mal? Ich würde sagen, Domsedorf. Domsedorf, Domse? Ja. Nee, Domsedorf, das DD. Warte mal, ich gehe außen rum über Land. Ja, gut. Ein PC-Dorf, sind 800 Blöcke. Na, mal gucken, wer schneller an der anderen Küste ist. Da hinten ist aber schon wieder ein Hund. Dann töte ihn. Der ist durch Einschlag gestorben. Wer ist schneller, hä? Wer ist jetzt schneller? Oh, Alter, du bist wie ein Pfeil, gehst du darüber richtig schnell und... Ich muss mein Stöpsel rausziehen. Ha, erster. Ja, weil mein Boot ins Wasser gefallen ist. Ach, da vorne ist doch schon TNT, Dom. Wieso rennen wir da so hin? Nicht, dass da jetzt jemand ist. Wollen wir da mal reingucken? Wir waren ja da nur nicht drin. Nein, wir waren da nur nicht drin. Nein, gerade eben waren wir noch nicht drin. Ja, das waren wir nicht. Können wir hier mal gucken, ne? Vielleicht hat sich da ja jemand eingebaut. Ein Part davor, ach so. Weißt du, was jetzt der übelste Fail wäre, wenn genau das gleiche jetzt Domse denken würde und dann zu unserer alten Base rennt? Waffe gezückt. Na, hier ist immer noch alles kaputt.
Wieso ist hier? Ach so. Das habe ich, glaube ich, zugemacht. Einfach alles mitnehmen. Genau. Müll dein Inventar zu. Dullet. Jetzt was komm. Denn? Ja, warte. Mann, du kriegst es nicht mit. Ne, doch, das letzte hast du mitbekommen, oder? Was? Mit Eiern nach dir geschmissen. Ah, okay. Hast ja toll gemacht. Da hinten ist irgendwas auf dem Wasser. So ein Strich nach unten, war. Ja. Anfang einer Wasserbase? Kann möglich sein. Das ist ein Anfang einer Wasserbase. Ja, aber da hätte man den schon weitergebaut als nur... Oder war hier unsere alte Base in der Nähe? Nee. Hier noch nicht. Hä, wieso hat man den Strich dahin gebaut? Wahrscheinlich Verwirrung. Warte mal. Okay, da unter ist nichts. Oh, das ist ein Bug. Das ist kein Bug. Nein, ich meine so ein World Generator Bug. Nee, würde ich auch nicht sagen. Es könnte der Anfang der Farlands sein. Guck mal, ja, guck mal nach da unten. Wenn du Zoom 0,5 hast, siehst du unten links sowas auch. Ja, warte mal. Zoom 0,5, ja. Was ist damit? Warte mal, da kommt ein Dschungel. Ich glaube, da kommt gleich unsere Wasserbase. Glaubst du? Ja, ich glaube. Ja, stimmt, kannst recht haben. Ja, da kommt unsere Wasserbase. Ich hätte dich gerade fast gerammt. Hier auf dieser Insel hier hätte man auch bauen können, Dirdet, ne? Ja. Wäre auch übelst geil gekommen. Da käme man wirklich nur übers Wasser hin. Ja. Das hättest du richtig gut verteidigen können. Warte mal, da. Hat sich gerade bei mir Sand abgebaut, okay. Ist das der Dschungel? Das ist der Dschungel, auf den man geguckt hat von unserer Wasserbase. Es kann aber sein, dass der jemand ist, weil es ist in dem Radius. Da Was? Waren wir noch nie drinne. In diesem Dschungel doch, ich war da drinne. Also gibt's drei Dschungel, richtig? Es gibt drei? Dem, wo Tim, Carsten und Schlendi waren? Stimmt. Der an der Wüste angrenzt und der. Und dann der da, ja. Da so. Alter, man hat. Die hat man ausgebaut. Wie? Das sieht aus wie eine Landebahn. Das hat man zu einer Landebahn ausgebaut. Ist das schon unsere Dings? Ja, das ist die. Ja doch, die ist ja richtig groß geworden. Ja, man hat die ausgebaut. Waffe gezückt. Hier ist keiner. Aber die da. Hier ist aber nach unten. Ja, ja, das war das, wo wir gebaut hatten. Aber da fuck? Man hat die ausgebaut. Jemand hat die einfach flach gelegt. Ja. Für eine Landebahn, so es aussieht. Also würde ich jetzt mal schätzen. Aber wofür ist der Strich da am Rand? Das war da, wo wir unsere Farm hatten. Birdet. Was denn? Komm. Ja, warte. Was machst du? Bisschen kaputt. Genau, zerstöre einfach unsere alte Base. Warte mal. Ja, die haben die umgebaut. Habe ich doch gesagt. Ja, weil du kommst, wenn du da unten drin stehst, guckst du auf Dirt in dem Bettenraum. Glaubst du? Gut. Man kann sogar vom Boot aus abbauen. Sehr geil. Ey, du mit dem Panzerschreck gezückt. Das heißt, hier muss eine Base in der Nähe sein. No, das ist einfach nur so. Oh, fast gerammt. Und darf ich mal auch eine Vermutung sagen, dass das Domse war? Das kennt man halt. Also man. Noch eine Idee war jetzt zur Bergbase, weil da auch eine Landebahn war. Hm. Wenn jemand die Wand abgebaut, also man muss mit dem Flugzeug über eine Landebahn starten, richtig? Muss man nicht. Nur ja, aber wäre vorteilhaft. Ja. Alter, was ist da draußen los bei mir? Ja, ich hör's. Ich schätze, also wenn die Wand da abgebaut ist, weil da war so eine Wand, wenn du dich erinnerst, nutzt die jemand. Das könnte man jetzt gucken, oder jemand hat die wieder zur Base umgebaut. Darf ich mal, Dödet, gib mir mal kurz Deckung, ich muss mal kurz ein bisschen nachdenken. Lass den alten Opa mal denken. Alte Opa muss immer erwähnt werden. Wo könnten wir hin? Wir gehen jetzt erstmal zum Domse Dorf und die alte Base von ihm.
Dann würde ich sagen, gehen wir über die Wüste zurück zum alten Waldbase von uns. Und von der alten Waldbase nochmal zurück den gleichen Weg, würde ich sagen. Also so gesehen in so einer Linie, dass wir dahin also gehen und dann nochmal zurück. Domsedorf und dann Domsedorf über die Wüste, also durch die Wüste durch zur Waldbase. Ja. Und dann nochmal den gleichen Weg zurück. Also. So gesehen, so eine Art Patrouillenweg, nenn ich's mal. Also. Domse, Waldbase und dann wieder zur Domse. Genau. Okay. Aber halt. Ich wäre jetzt zur Bergbase, also die Bergbase liegt, glaube ich, auf dem Weg. Ja, genau, deswegen, die Bergbase liegt auf dem Weg. Deswegen wollte ich ja über die Wüste. Da ist das. Schock. Was? Fuck, NPC-Dorf. Ja, ich hab mich erschrocken, weil da Licht ist und ein Turm. Ja, ich wollte auch gerade sagen, da hinten ist der Turm. Gut, Man müsste die Fackeln abbauen, eiskalt. Du Failer. Immer. Super, jetzt gehen bei mir Leute an die Garage. Auch ganz toll. Ist doch nice. Ja. Ich sag ja nur nicht immer Bescheid, dass ich aufnehme oder so. Dann ist der Wald. Okay, also das Dorf sieht ziemlich leer aus. Ich schätze mal nicht, dass bei der Domsebase einer war. Also würde ich sagen, gehen wir straight in die Wüste. Warte mal. Hast du zufällig was zu essen? Ich hab 18 rohes Kuhfleisch. Hast du Stein? 13. Ja. Dann mach mal bitte einen Ofen, weil ich brauche Essen. Warte, komm zu dir hoch auf den Berg. Ich bin nicht auf dem Berg, ich bin auf dem Baum. Ja, aber auf dem Berg. Mann. Das ist ein Huhn? Oh, das wäre ein Skillersprung gewesen. Aber nein. Wo bist du überhaupt? Ja, hier unten. Ich sehe dich schon. Mann! Ich sehe dich nicht. Ah, da. Da hinten. Autsch. Wir kommen einfach hier auf den Berg. Stell einfach mal hier hin. Überhaupt nicht unnötig oder so. Ja, wer kann, der kann. Da. Ich mach da Fichtenholz rein. Ich hab jetzt nichts anderes. Juhu, Stufe 27. Haben wir den Leuten eigentlich schon gesagt, dass das hier, so wie es aussieht, wahrscheinlich die letzte Aufnahme sein wird? Ja, am letzten Part. Haben wir? Man hört deine Tastatur extrem. Ich weiß. Ja gut, warte mal. Ich versuch dann mal hier ein bisschen. Also solange die. Bis ich. Scheiße, meine Eisenachse ist kaputt. Knochenmehl. Na gut, wenn ich im Nachhinein die Musik noch mit einbaue, dann wird man das wahrscheinlich hoffentlich nicht so laut hören. Ja, man hat es jetzt bloß in dem Part gehört. Also in dem Part fiel es mir auf. Achso, okay. Ja, übrigens hier Ultra-Projekt, wie sich die Leute da aufregen, da ich in einem Part mal vergessen habe bei, hier Dings, wer ist das? Bei Achter. Boah, schreck mich nicht! Ja, mir fällt gerade der Name nicht ein. Premiere Pro, vergessen habe, die Audiosequenz leiser zu drehen für die Musik. Regen sich alle Leute auf, dreh die Musik leiser, weil ich es einmal in einem Part vergessen habe. War die Musik halt so laut, als wäre es normal Sound. Und das, ja, war schon laut. Gebe ich ja zu, aber man muss mich nicht anschreien. Oh. Und vor allem, ich hasse Leute, die dann sagen, wenn du nicht in der nächsten Zeit den und den Part oder das und das machst, deabonniere ich dich. Da finde ich das mal, darf ich da mal kurz die Logik unterstreichen? Wenn ihr zum Beispiel mich oder Döle deabonniert, wenn wir irgendetwas nicht machen, werdet ihr als Letzter benachrichtigt, wenn wir das dann mal wieder machen. Jo. Weil wir hatten jetzt zum Beispiel mit Skyblock gestern, also, nee, für euch ist es jetzt vorgestern, wer hat damit gerechnet, dass wir sowas machen? Genau. Also wer hat damit gerechnet, dass ich überhaupt nochmal sowas mache? Ich. Ja, wir reden drüber. Also, wir haben ich möchte jetzt hier einmal etwas unter den ganzen Zuschauern sagen.
Wir können ich weiter. Hätte es dir noch nicht einmal zugetraut, dass du aufhörst. Ja, hätte ich mir auch nicht, also... Siehst du, du könntest das gar nicht. Ich werde auch wahrscheinlich zu 99, also es steht noch nicht fest, ob ich aufhöre, es ist aber erstmal eine Pause. Döne, du wirst nicht aufhören, das steht ja fest. Ja. Und wenn, dann komme ich persönlich zu dir nach Berlin und gebe dir eine Schelle. Ja, wie groß bist du? Klein. Kommst du 1,60? Okay, habe ich das getroffen gerade, die Zahl? Fast. 1,65? Also, ich bin viel kleiner, ich bin so 1,30. Also ich bin 1,80. Ja gut, da bist du ein bisschen größer. Gut, weißt du, wem ich nicht gegenüberstehen möchte? Wem? Janik. Wieso? Also Invictus. Der Typ ist 1,90. Echt? Ja. Der sieht auf den Fotos immer so klein aus. Schlendi, lässt weg. Oh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.